Schön, dass ihr da seid und willkommen zurück. Ich habe Dennis besiegt und einen Riesenbaumsamen gefunden. Bin noch ein bisschen am Erforschen und am Gucken, wo es hingehen soll. In der kurzen Pause, die ich gerade hatte, habe ich mir gedacht, ich habe ja den Waffenschmied Dennis gekillt. Und da er ein Waffenschmied ist, gucke ich jetzt einfach mal ins Dorf. Und schau mal, ob Waffenschmied Dennis hier irgendwo zu finden ist. Kein Dennis. Da oben. Warte mal, nee, die Schmiede ist da hinten. Da ist doch die Schmiede. Vielleicht sitzt er ja da jetzt. Im ersten Teil waren diese Angreifer dafür da, dass man dann Hilfe beim Boss kriegt. Okay, nee, hier ist auch keiner. Was sagt die Katze? Nee, hier ist auch niemand. Habe ich hier schon mal alles kaputt gemacht? Ich weiß gar nicht. Nee. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts. Da hinten irgendwo. Nee, hier sind nur die kleinen Schweinchen wieder, die mir jetzt auf den Sack gehen. Den Typen haben wir rausgeholt. Ja, hier Schweinchen. Was ist eigentlich das hier? Weiß ich nicht. Da ist auch nichts. Und da hinten war ich eigentlich auch schon, aber jetzt kümmere ich mich, glaube ich, erstmal um die Schweinchen. Ach, dass der zweite Hit hier nicht klappt. Ja, klar. Klar beißt du mich. Hier oben war noch was. Aber da war ich ja vorhin auch und also nicht vorhin, letzte Woche. Da ist. Was stand hier nochmal? Ah, da kann ich einen Ehrstein geben. Ihr müsst diesen Eid leisten, um Opfergaben abzugeben. Ja, nee, keine Ahnung, was das für ein Eid ist. Ist mir egal. Die Eide haben mir im ersten Teil schon. Nur beim zweiten Durchlauf habe ich bei den. Bei den Eiden dann gewusst, so. Wurde mir ein bisschen geholfen, was die bringen. Verändert sich irgendwas? Nö. Also Leute. Hä, was war das? Achso, Tür öffnen. Ja. Hä, was? Da ist ein Loch. Da ist ein Loch im Boden. I'm quite fond of. Nee.
Ja, die Katze hauen, das will ich nicht. Den Tisch, den kann ich nicht kaputt machen. Was ist das hier für ein Loch? Seltsam. Hier mache ich nur wieder die Tür auf. Ja, Leute. Hier ist nichts. Und das hier unten. Oh, da rein droppen. Ey, warte mal. Nee. Gut, also, damit die Leute jetzt auf YouTube auch Bescheid wissen, ich habe in der Pause ein bisschen mit dem Chat gesprochen und es hieß, ich soll mal bei der Katze gucken, aber ich sehe nichts. Hier ist nichts. Neben ihrem Haus der Tunnel. Moment, der hier? Hier bin ich zweimal rein, schon das zweite Mal reingelaufen und hab den Schalter übersehen. Wirklich? Sehr hart, also unten wahrscheinlich. Hier ist auch kein Schalter. Okay, Leute, es tut mir leid, aber kalt, also nicht unten. Hör mal, die Kiste hier? Kalt, kälter. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Oh, noch nie so einen Schalter gesehen. Oh Mann, 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 oh Mann. Vielen Dank. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um jetzt. Ah, noch ein Schalter. Hallo? Okay. Ah, der macht nur das Tor wieder auf, falls ich zurück will. Verstehe. Jetzt haben wir ein Diebesschwert. Okay. Hey, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Wie heißt das Gebiet? Du bist ein Gegner. Sollte ich dich killen?
600 Seelen. Heides Flammenturm. Ah, ja, ein Flammenturm. Flampfen. Und da unten ist ein Leuchtfeuer. Okay, aber davor muss ich den killen. Bist du ein Verfolger? Nee, du bist einfach ein Dicker. Shit. Aua, nein. Ah, der kriegt so viel Schaden. Dann dachte ich, vielleicht reichen die zwei Hits, dass er stirbt. Ärgerlich. Ja, hey. Es tut mir leid. Ich bin wirklich am Überlegen, wie ich es mache. Der Vorschlag, der jetzt aus dem Chat kam hierzu, zu der ganzen Nummer, ist ein Joker pro Aufnahme. Einen Tipp aus dem Chat pro Aufnahme, um hier einfach ein bisschen... Gerade bei so offensichtlichen Sachen vielleicht, wie dieser Hebel zum Beispiel, den ich einfach gnadenlos übersehen habe. Da hätte ich ja noch 10-mal hinlaufen können und hätte das wahrscheinlich nicht gefunden, weil, keine Ahnung, doch irgendwann hätte ich es wahrscheinlich selber gefunden. Aber das, also, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich ein krasser Tipp ist, den man da anrechnen muss, ehrlich gesagt, weil einfach dieses komische runde, dieses Ding da an der Wand, weil der Hebel anders aussieht wie alle anderen Hebel, die ich bisher gesehen habe in dem Spiel, ihn deswegen nicht gefunden. Ey, Wahnsinn. Krass. Ich versuche jetzt mal an dem Boyd vorbeizulaufen. Mal gucken, ob er irgendwann aufsteht. Ah, sieht nicht so aus. So, einmal Leuchtfeuer anmachen und den gleich nochmal killen, den Kollegen. Ja, ne? Wenn ich das jetzt nicht mache, dann zählt der Speicherpunkt nicht, wenn ich mich nicht hinsetze. Wobei ich bei Dark Souls 2 mir jetzt gar nicht so sicher bin. Oh oh. Aua, 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 aua. Gut. Da ist Loot. Hey. Dich gibt's also auch mit einer riesigen Keule. Ich hab schon wieder während dem Rollen Schaden bekommen. Wunderbar. Ey, dafür gibt's jetzt Fortschritt. Es fuchst mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fuchst mich ein bisschen, dass ich diesen Hebel übersehen habe. Es ärgert mich. Oh, er ist noch viel mehr. Oh mein Gott, in der Animation, während dem Schlagen. Ach, und wenn ich ihn hitte, kann er plötzlich schneller zuhauen als vorher. Wow. Habt ihr diese, also... Oh. Ey, es tut mir leid. Aber das ist...
Das war bisher so ziemlich eine der miesesten. Animationen, die ich gesehen habe in diesem Spiel. Das war schlimmer als alles, was ich gerade beobachten durfte. Dass er hier während dem Ausholen sich einfach random mitdreht. Was ist das denn? Er holt aus und dreht sich einfach mit dem Hammer hinterm Rücken. Du musst dafür nicht mal... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr es besser gemacht habt, dadurch, dass ich dieses Gebiet gefunden habe. Dass ihr es mich habt finden lassen. Ey, und da kann er mich treffen, ne? So was Blödes. Ja, ist klar. Okay, wir bekämpfen die nicht mehr. Ich laufe an denen vorbei. Oh Mann, ey. Ach ja. Hi, grüß dich. Ja, ich muss hier mal durch. Ja, ist gut. Ich weiß, du hast Homing-Action. Ja, und hier stehen gleich drei von euch. Du hast eine Kiste. Ist dahinter ein Boss? Wir schauen mal. Komm mal her, ja. Genau, hau mal zu. Jawohl, passt. Hi, wer bist du denn? Was kannst du? Hm. Ja, den kriegen wir. Nice. Ach, bei dem bin ich zuversichtlich, so wie es bisher aussieht. Cool. Okay, nächsten Boss gefunden. Let's go. Ich mach's mir ein bisschen einfacher. Ah, die Kiste da unten hätte ich schon gerne. Einfach mal reingeguckt. Deswegen machen wir das jetzt mal eben. Ja, perfekt. Kommt ihr hier rüber? Nein, ihr kommt hier rüber. Oh, shit. Ich hab keine Ahnung, was ich gesammelt habe. Oh nein, jetzt falle ich runter. Ist okay. Einmal kurz durchs Inventar spickeln. Ich habe wieder... A gehämmert, einfach um den Loot zu kriegen.
Also, einmal durchs Inventar. Okay, irgendwas. Hier ist auf jeden Fall der Riesenbaumsamen. Feinde reagieren dann auf Eindringlinge. Ach so, okay. Hinterlässt Rufsymbol. Okay, da ist nix. Die Handaxt habe ich noch. Die sieht natürlich mega cool aus. 135 Schaden. Ich glaube, die muss ich mal ausprobieren. Das zerbrochene Diebesschwert, ein Dolch, Kurzschwert, Langschwert, Feuer. Bastardschwert. Das könnte das gewesen sein, was ich da gerade in der Kiste gefunden habe. Ein Ring. Ah. Ah ja, guck mal. Der hier wahrscheinlich begrenzt den Trefferpunkteabzug als Hülle. Ring des Bindens, den Trefferpunkteabzug. Moment. Ist das... Was habe ich denn hier? Was können die beiden? Erhöht körperliche Angriffe. Ja, gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Stellt langsam Trefferpunkte wieder her. Erhöht maximale Trefferpunkte. Probier den mal. Vielleicht habe ich damit nicht mehr nur noch die Hälfte an Lebenspunkte, wenn ich sterbe, sondern ein bisschen mehr. Also Trefferpunkteabzug als Hülle begrenzt. Hier unten bei dem Boss muss ich jetzt gleich vorsichtig sein, weil wenn ich den besiegt habe, dann kommt der Kollege hier durch den... Ja. Komm mal her, du. Machst du noch einen? Oh, das war dumm, da nochmal zu hauen. Ich war schon wieder an ihm vorbei, hab aber irgendeinen Schaden bekommen, hab auch schon wieder irgendeinen Schaden bekommen, den ich wahrscheinlich einfach eigentlich hätte nicht unbedingt kriegen müssen. Schon wieder irgendeinen Schaden bekommen. Der ein bisschen unnötig war. Ja, da war meine Gier groß nach Damage. Die Gier nach Damage. Ah, er haut ein drittes Mal zu. Okay. Scheiß. Ach, Mist. Lebenssteine umsonst verschwendet. Aber so knapp.
Nee. Er braucht ja 100 Jahre, um einen Schlag auszuführen, und selbst dann kann man dem Schlag nicht ausweichen, weil er sich einem hinterher bewegt. Ist hier eigentlich noch was anderes? Ja, da hinten ist noch ein Durchgang, ne? Ja, später mal hingucken. Und hier? Nee, da nicht. Okay. So, hier hätte ich jetzt gerne, dass du mich nicht triffst. Er hat mich getroffen schon wieder in irgendeiner seiner wilden Bewegungen. Brauch ein bisschen Ausdauer. Okay. Ich glaube, die Rückseite seines Schildes hat mich getroffen. Moment, ich kann doch hier im Inventar nochmal genauer nachschauen, was der Ring bedeutet, ne? Da müsste doch eine genauere Info stehen. Info anzeigen. Dies ist ein ungewöhnlicher Ring unbekannten Ursprungs. Er begrenzt die Trefferpunkte, die der Träger als Hülle verliert. Ach so, damit kriege ich einfach nicht so viel Schaden, wenn mich was trifft. Begrenzt, aber auf was? Müsste ich jetzt mal einen dicken Schaden kriegen. Aber die hier machen mir trotzdem immer noch unendlich viel Schaden. Ach so, ja. Der Homing-Hit. Ja, ja. Ja, ja, ja. So was Blödes, ey. Also. Dass davor auch einer mit einer Keule stehen muss. Ah, ich wollte schon wieder zu viel. Welche Ringe habe ich denn sonst noch so dabei? Warte mal, ich kann 4 Ringe anlegen? Wait, what? Okay. Ich kann 4 Ringe anlegen. In dem Fall wisst ihr Bescheid. Warum renne ich die ganze Zeit nur mit 2 rum, wenn ich 4 Ringe anlegen kann? Mai, oh mai, oh mai, oh mai. Augen auf bei der Ringewahl, Tassilo. So, bei dir weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was der beste Move an der Stelle ist, aber so war gut. So war gut. Alles klar, da kommen wir ganz gut bei ihm durch. Mich hat schon wieder irgendwas getroffen.
Ausdauer. Er wird schneller. Er wird schneller. Oh oh. Shit. Immerhin habe ich ein bisschen mehr Leben als vorhin. Das war minimal lucky. Jetzt hat. Nice. Oh, ihr habt gesiegt. So, jetzt kommt da gleich der Dicke raus. Drachenreiterseele. Okay. Wait. Warum rennt da jetzt der Kleine rum? Sind die jetzt aufgestanden? Können die jetzt laufen, nachdem ich den Boss gekillt habe? Zwölftausend Seelen. Hey, du. Are you from these parts? Seid ihr aus dieser Gegend? My name is Lysia. Nicht so wirklich. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. Erstaunliche Macht zu begreifen. That's for your heart to decide. Okay. Was hast du für mich? Klerikerglocke. Okay, das ist irgendein Zauberkram wahrscheinlich. Erhöht Willen, ja. Ja, okay, du bist. Ja, du bist Heilerin. Verstehe. No need for miracles. Nee. Leuchtfeuerintensität 1. Ah, die kann ich auch noch erhöhen irgendwie. So, die Hellebarde finde ich gut bisher, deswegen Schmiedi Boy, du müsstest mir doch meine Hellebarde verstärken können. Ja, nice. Machen wir nochmal. Und das Flammenschwert, glaube ich. Wie viel hast du? Flammenschwert 78. Ah, du bist ein Großschwert, das Bastardschwert. Okay. Nee, ein Großschwert brauchen wir dann nicht. Ein gerades Schwert. Du hast halt 115, das gerade Schwert. Da wäre es jetzt dumm irgendwie, das 78. Wobei, das macht ja auch 86 Feuerschaden. 126. Und die Hellebarde hat jetzt 210. Also, nee, lasse ich erstmal noch. Das lassen wir erstmal noch. Was verkaufst du noch so? Ah, du verkaufst ja auch Titanscherben. Ich kaufe mal nochmal 5. Und schau dann nochmal auf die Hellebarde. Wait. Nee, das passt. Ja, komm. Große Titanscherbe. Nice. So, die ist jetzt fett, die Hellebarde. Die ist richtig fett. Und du gib mir mal Level. Ja, ja. Ja, ja, mach ich schon, mach ich schon. Aufsteigen bitte. Und dann hätte ich bitte gerne Geschicklichkeit. Danke. Und da ich nicht mehr viel fehlt für noch ein Level,
Schlucken wir mal. Ach komm, wir schlucken einfach alle. Obwohl, ich denke, das reicht erstmal. Weil ich weiß ja nie, wann. Man weiß ja nie, wann man sie noch braucht. Aufsteigen, reicht es? Ja, ich hätte gerne noch einen Punkt in Geschicklichkeit. Jawohl, danke. Weil nämlich die Hellebarde skaliert mit Geschicklichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo sehe ich denn das? Wo habe ich denn... Da war doch irgendwo diese Info. Da ist sie. Ja, mit Geschicklichkeit und Stärke. Ah, dann kann ich auch ein bisschen Stärke leveln das nächste Mal. Hier und dann das. Gut, den nächsten Boss hier mal endlich mal ein bisschen was geschafft, ey. War schon gut, der Tipp. Der Hinweis war kein richtiger Hinweis. Es ging einfach nur darum, dass ich diesen Eingang einfach schlicht verfehlt habe. Nicht gesehen habe. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Bisschen ärgerlich, dass ich es selber nicht entdeckt habe. Aber so richtig schlimm ist es auch nicht. Okay, da geht's raus. Ah, hier ist noch eine Kleinigkeit. Klosteramulett. Kurz mal nochmal gucken, was die machen. Wait. Klosteramulett. Halt Gift und stellt... Ah, halt Gift. Okay. Weiß nicht, ob ich das demnächst brauchen werde. Wir werden sehen. Oh! Ein Digger! Hahaha! Die gute Hellebarde knallt rein, würde ich sagen. Die Hellebarde knallt jetzt richtig rein. Da könnte ich mich vielleicht auch nochmal an den Hier liegen drei Sachen. Seele eines stolzen Ritters. Hellebarde des alten Ritters. Menschenbild und dunkle Pastillen. Dunkle Pastillen, da. Ah, stärkt Finsternisabwehr. Okay, sollte ich mir merken. Jetzt habe ich eine Hellebarde gefunden. Ist das die Hellebarde des alten Ritters? Oh, ärgerlich. Jetzt habe ich die andere halt schon. Benutzt. Und die hat. Oh, ich bin aber. Nicht gut. Ich habe noch nicht. Was habe ich denn nicht genug dafür? Habe ich noch keine 20. Ah ja, die 20. Okay. 20 Geschicklichkeit. Boah, das ist geil, ey. Na gut, dann passt das aber eh. Dann schaue ich, dass ich auf die Hellebarde des alten Ritters gehe, wahrscheinlich. Die sieht gut aus. Und die ein bisschen leveln dann. Wenn es soweit ist. Hallo? Da ist einer. Ah, fast. Fast ein Kill. Oh! Na gut. Das passt. Eine Kiste. Ich habe noch gar keine Mimikas gesehen. Edler Knochenstaub. Okay. Gibt's die in Dark Souls 2 gar nicht?
Ein Aufzug. Wunderbar. Nach unten. Eieieiei. Finsternis und so. Gegnerz? Keine Gegnerz. Ach, das ist Wasser hier. Gottes Willen. Oh, hab ich mich erschrocken vor dir. Du Bazi. Oh, es war nur ein Kacksoldat, den ich im Wasser nicht liegen sehen hab. Was bist du denn? Predator. Oh nee. Hier komme ich wieder nicht durch, weil mir so ein dämliches Wurzelding fehlt. Warum sind hier so Durchgänge? Keine Ahnung. Oh, so dunkel. Was ist das denn hier für eine miese Nummer jetzt? Ah, Leuchtfeuer. Cool. Ein Schiff. Oh Gott. Niemandswerft. Geister. Ah, da kommt ein Pfeil auf mich zugeflogen. Okay. Noch ein Pfeil. Und ein Gegner. Kannst du mal aufhören da hinten? Ich höre euch, ich höre die Hunde, ich höre sie. Aber du bist ein Nervsack. Boah! Kannst du mal nicht? Kannst du nicht? Bitte nicht, bitte nicht. Ich muss ganz kurz. Ich bin gleich wieder bei dir. Einen Moment. Okay. Alles gut. Da oben steht auch einer drauf. Was ist hier? Du stehst auf. Jawohl. Passt. Wurfmesser. Explosionsfässer. Ja, ich habe halt zwei Rollen gemacht. Nee, lass mal bitte. Okay, gut. Eisenpfeil. Titanscherbe. Passt. So. Blut. Seele eines stolzen Ritters. Jawohl. Gut. Ab nach unten. Lebensstein. Jep. Passt.
So, der hier rechts steht, wird aufstehen, aber ich habe euch gesehen. Bisschen Mist, bisschen Mist. Ich will jetzt nicht an solchen Billow Boys hier sterben. Gib mir mal ein bisschen mehr Leben. Dunkles Harz. Oh, wir warten kurz. Gut. Hier geht's nach oben. Da ist so einer. Okay, der ist auch Insta-Death. Hallo. I thought that might be you. You haven't changed a bit, have you? Nicht so wirklich. The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. Dass ihr mir zugehört habt. Okay. Ein Menschenbild. I have no idea what it is. Okay. Danke. Hast du noch was? Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly. Von während dem Krieg. Aha. Na, gibt es nur einen Weg nach oben. Tretet dem Orden bei und beweist euch im Kampf. Meine Familie hatte nur wenig Glück um meinen Namen. Ich musste mir einen Teil der Welt selbst erkämpfen. Meinen Teil der Welt. Aha. Mit zwei Dingen, mein Schwert und meiner Treue zu meinen Fürsten. Okay, hast du. I was raised to wield a sword. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and then I came here. Okay, whatever. Okay, der Hund hat gerade so ein Menschenabbild gedroppt. Skimitar. Das wird eine Waffe sein. Hier ist jetzt nur gar nichts. Ich wüsste ganz gern, wo der nächste Boss ist, damit ich da schneller hinlaufen kann. Tja, muss ich wohl suchen. Kann man die Tür hier aufmachen? Nee. Kaputt machen kann ich sie auch nicht. Also von hier komme ich ja. Okay. Ich will weiter nach oben. Entschuldigt das Räuspern die ganze Zeit. Ich habe einen, wie man so schön sagt, Frosch im Hals. Weil ich ein kleines bisschen krank bin. Ui, was bist du denn? Ja, du bist neu. Okay. Ah. Langschwert. Nicht runterrollen. Irgendwas, große Seele, bla bla. Habe ich wieder sehr schnell gelootet. Oh, hi.
Läuft. Ramponierte Stoffmanschetten. Stoffgewand. Mhm. Oh. Ihr seid echt mies. Oh, jetzt habe ich eine Blutung. Shit. Mal schnell ein bisschen heilen. Gib mir mal ein bisschen Leben. Okay, die Blutung ist schon vorbei. Gut. Nehme ich. Ist hier jetzt auch so ein Ding drin, das ich in der Dunkelheit nicht sehen kann? Nee, aber zwei Kisten. Gut. Keine von euch scheint mir schaden zu wollen. Ach so, das war hier ja anders. Großschwert und silberner Talisman. Silberner Talisman. Verwandlung, Verschmelzen mit Umgebung. Okay, so ein Unsichtbarkeitsding. Ist das ein Leuchtfeuer da unten oder was brennt da? Nee, das ist eine Fackel, eine Laterne oder so. Ich springe jetzt hier aber nicht runter. Ich gehe den normalen Weg. Okay. Oh, hi. Minimal Glück gehabt. Hier an der Stelle. Lebensstein, Heimatknochen. Okay. Da hängt einer. Haust du mich? Ja, ihr haut mich. Aber ich hau euch auch. Hoppala. Wartet mal kurz. Oh, wo kam er her? Was ist er denn? Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Wieso lebst du noch? Komm, Lebensstein. Nee. Bitte ein Kopfschuss. Voll durch die Rübe durch. Ich muss jetzt mich erstmal kurz um die beiden Boys hier oben kümmern. Ach, fucking hell. Lass mich mal kurz hier vorbei. Danke. So, jetzt. Geht doch. Schwere Stiefel. Boah, ich kriege hier gerade so viel Loot. Muss ich gucken, wie ich das, ob ich das irgendwo verkaufen kann. Feuerpfeile. Die sind irgendwie mies. Ey, dass du mich hier jetzt noch hitten konntest, das ist ein Scheiß. Lebensstein bitte, danke. Das Gift tut weh. Nehmen wir mal einen großen noch dazu. Oh oh. Okay, Gift ist vorbei, nice. Wurfmesser, Flammenschmetterling. Aha. Bist du wieder eine Giftkiste? Nein, bist du nicht. Sehr gut. Duftzweig. Oh, die sind echt selten, ey. Die sind echt selten. So, jetzt mal die da oben werfen mit irgendwelchen Bomben, Fiolen, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang
gekommen bin. Ramponierte Stoffgamaschen. Kann ich hier ins Wasser laufen? Ja. Menschbild, Lebensstein, jawohl. Ich hab dich gesehen. Hi. Ah, Abkürzung. Umstoßen. Sehr gut. Eine Abkürzung. Hey, wer bist du denn? I see light, but it remains dim. Mhm. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Okay. I see light. I am Carillion. Ja, es tut mir leid, dass ich magielos bin. Kann ich hier mit dir noch irgendwas machen? Da hängt doch was im Wasser. Anscheinend nicht. Okay, also hier komme ich über die Abkürzung. Wahrscheinlich kommt hier gleich ein Boss. Oder auch nicht. Hä? Oh, wie sie auf mich zurennen, ey. Heiliger. Ich hätte jetzt genau hier, ehrlich gesagt, einen Boss erwartet, dass ich auf das Schiff gehe und dann auf dem Schiff einen Boss habe. Habe ich irgendeinen Trigger noch nicht gemacht? Irgendwas noch nicht getriggert, um das Schiff kommen zu lassen oder so. Vielleicht. Also hier wäre eine Abkürzung. Dann kann ich hier über die Abkürzung nach oben gehen. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas. Hier war ich ja auch noch nicht. Oh, 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 jetzt hätte ich ihn fast gehauen, ey. Wer seid ihr? Wer ihr sein? Gavlan. Ha, Gavlan, hi, grüß dich. Gavlan will, Gavlan deal. Aha. Gavlan wants soul. Viele Seelen. Hm, ich habe tatsächlich 12.000. Weiß gar nicht, woher ich die auf einmal alle hab. What you want. Tja, das werden wir rausfinden, was ich will. Okay. Gegenstand kaufen. Er hat einen Ring. Erhöht Balance. Okay. Pfeil, der Giftschaden anrichtet. Und was haben wir hier? Verringert Giftansammlung oder Haltgift mit Gift beschichtetes Wurfmesser. Verleiht Waffe, rechte Hand vorübergehend Gift. Ich hätte gerne diesen Ring. Ich kauf den jetzt einfach. Many deal, many thanks. Boah, ich hätte ihn echt fast gehauen, ey. Ich glaube, das ist ein cooler Ring. Ich glaube, der könnte Iframes erhöhen, dieser Ring. Kann ich hier... Ah, guck mal, da ist wieder so eine Kordel. Mach mal auf das Loch. Hallöchen. Hm,
Hör mal auf, mich zu bewerfen mit deinem komischen Schmutz, den du da hast. Oh oh. Das könnte mein Tod... Ach, ich sterb durchs Runterfallen. Ich sterb durchs Runterfallen, nicht durch die Gegner. Ah, ist das ärgerlich. Und zurück zum letzten Leuchtfeuer. Aber ich habe wahnsinnig viel Fortschritt gemacht. Geil. Oh, endlich ein bisschen mehr voran hier, mit Vollgas voran. Das hat sich richtig gut angefühlt, diese Folge. Hat sich richtig gut für mich angefühlt. Ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.